Teenager im Promillerausch. Alkohol ist gesund, aber das macht alles cool, Alter. Unterwegs an den Suff-Brennpunkten Deutschlands. Es gibt ja nichts zu feiern, es ist ja keine Diskothek hier. Naja, vom Kampf gegen das Komasaufen der Jugendlichen. Wenn aus Spaß ernst wird, Schluss mit lustig. Suffkids im Visier. Einfach jetzt. Freitagabend in Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg. Für Burkhard von Nell und Thorsten Graumann beginnt jetzt die heiße Phase. Die Jugendschützer vom Berliner Ordnungsamt sind zuständig fürs Partyvolk. Sie sollen Gastwirte kontrollieren und Minderjährige vom Trinken abhalten. Es ist gerade mal kurz vor 19 Uhr. Fast jeder Fußgänger hat schon eine Flasche Bier in der Hand. Das gehört hier im Szenebezirk wohl zum guten Ton. Guck mal, da haben wir wieder unser Phänomen, dieses Laufbier. Also was du hier an Flaschen in den Händen der Laufenden siehst, ist unglaublich. Jedenfalls ist es nicht unser Zuständigkeitsbereich, wenn die älter sind. Naja, natürlich nicht. Das Problem ist nur, dass es eben immer wieder eine Vorbildfunktion hat. Ne? Die Jugendlichen sehen es. Und dann brauchen wir uns doch letztendlich nicht wundern, wenn die da mit einer Wodka-Pulle in der Hand rumlaufen. Wenn es schon die Erwachsenen so vormachen. Trendtrinken auf offener Straße. Schließlich gibt es den Stoff am Kiosk viel günstiger als in der Kneipe. Total normal. Also wenn wir uns treffen und irgendwie um die Häuser ziehen oder jetzt zum Mauermob gehen in die Strahlau, dann ist es ganz normal, dass man sich ein Bier kauft und erstmal loszieht, bevor man irgendwo in einen Club geht oder in eine Kneipe oder so. Vorglühen vor dem Barbesuch, damit der Abend gut und günstig wird. Doch nicht alle beherrschen das kontrollierte Promille-Tanken. Wir haben es schon häufig erlebt, dass also viele Scherben dann auf den Straßen liegen, sich die Leute vielleicht auch die Füße aufschneiden. Alleine schon für die Jugendlichen ist es kein gutes Vorbild. Ich finde es nicht persönlich gut. Jetzt haben wir was. Bleiben Sie mal stehen, bitte. Dann blick mal. Beim Jugendschutzkontrolle. Bleiben Sie mal stehen. Wie alt sind Sie? 16. Ich habe meinen Ausweis gesehen. Von Ihnen bitte auch. Alkohol ist für Teenager unter 16 Jahren verboten. Bis 18-Jährige dürfen Bier und Wein trinken, aber nichts Hochprozentiges. Bier, ausschließlich Bier. 16, ja. Beim Schülerausweis werden die Kontrolleure skeptisch. Das sieht aber auch ein bisschen gefälscht aus. Ja, aber dann nicht, aber zumindest nicht hin bei der 3. Also das sieht, Moment, 10, 93? 10? 7.10. Ja. Deshalb, also. Jetzt aber erstmal. Gut, okay. Und die 93 stimmt, ja? Ja. Na gut. Haut euch aber trotzdem nicht die Bohne weg. Nein, die Jungs sind über 16. Und deshalb dürfen sie weiterziehen und sich ganz legal betrinken. Laufen ist heute eine ganz wichtige Sache. Ja, auch gesellschaftlich akzeptiert. Ob die nun mehr trinken als früher, kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle trinken sie früher. Betrunkene Kids und Jugendliche. Auch im sauerländischen Olpe gehört Alkohol an einem Freitagabend einfach dazu. In der Disco-Nachtschicht erinnert Chefin Susanne Schünemann an das Sicherheitsmotto des Abends. Wer zu viel im Kessel hat, fliegt raus. Vor der Tür wird dennoch fröhlich vorgeglüht. Das ist günstiger. Ein günstiger nicht, aber bringt halt den Kick da drin. Jetzt auch so, weißt du, oh, schön. Nicht so, oh, verkrampft und so, ah, kommt mal eine Frau an oder so. Sagst du mal, ja, Tanz, ja, klar, bin ich dabei. Während sich die einen betrinken, bringen sich die anderen mit Worten in Stimmung. Die Disco-Chefin und ihr Sicherheitschef mahnen zur Selbstbeherrschung. Gerade in der vorbesinnlichen Zeit geht es hoch her. Wir haben Vorweihnachtszeit für alle die, die diese Saison noch nicht mitgemacht haben. Ihr müsst euch jetzt um diese Zeit einiges gefallen lassen. Wir arbeiten in einem Dienstleistungsberuf und dann erwarte ich einfach, dass ihr euch auch so bestimmte Sachen gefallen lasst. Ne? Die sind hier nicht böse, die sind nur betrunken, schlimmstenfalls. Die wollen euch nichts Böses, aber ich erwarte von euch eine gewisse Geduld, mit denen umzugehen. Grundsätzlich wird hier niemand geschlagen, niemand. Außer ihr werdet angegriffen. Also ihr müsst euch nicht alles gefallen lassen oder so. Wenn euch jemand an den Hals fasst oder so, dann dürft ihr euch wehren. Aber andererseits, ohne Notwehr gibt es keinen Grund, einen Gast zu schlagen. Die ersten Gäste sind gut gelaunt und noch ziemlich nüchtern. Doch das kann sich schnell ändern. Früher war es nicht so Mode, im Kollektiv irgendwo zu sitzen
und möglichst schnell irgendwas runterzuschlucken, damit ich möglichst schnell keine Peilung mehr habe. Das ist komplett unverständlich gewesen, wenn man zusammensitzt in gemütlicher Runde und nach 5 Stunden denkst du, jetzt hast du aber einen Schwips, das ist in Ordnung. Aber dieses, eine Flasche Wodka an den Hals und jetzt aber schnell, ich will gleich in den Disco oder so, das ist mir komplett unverständlich. Pablo, Nathalie und Geli sind Stammgäste in der Disco. Auch sie trinken sich vorher locker, heimlich. Hey, wir müssen jetzt hier, bevor die Tische hier sehen, dass wir... Ja, das lass du das rein, ne? Ja, ich hab nichts. Zieh mal ganz viel und dann nur nach. Okay. Turbo trinken auf der Straße. Pablo ist immerhin schon 20. Er hält sich für einen erfahrenen Partypichler. Bitteschön. Vorher war ich immer nur auf Saufen aus, beziehungsweise Saufen, Party und so. Mhm. Aber mittlerweile weiß man halt, man hat was erreicht, ein Level, und da bleibt man auch auf diesem Level. Genau. Da trinkt man zwischendurch auch gerne mal ein Wasser und so. Aber bevor das Level erreicht ist, dann... Ob er sich später an seine guten Vorsätze erinnert? Die Tür der Disco-Nachtschicht gilt als eine der härtesten im ganzen Sauerland. Wer betrunken wirkt, hat ein Problem. Gehören Sie alle zusammen? Ja. Sicherheitschef Eugen mustert die Wartenden, schaut ihnen direkt in die Augen. Ohne Anhörung verkündet er sein Urteil. Der junge Mann kommt leider nicht rein. Zu viel Alkohol getrunken. Ich meine, für euch ist okay, aber das ist ein bisschen zu viel. Tut mir leid. Was? Wie meint er? Ich glaube ich. Leute, die getrunken haben, die haben drin getrunken. Dafür sind wir ja auch da, aber wir müssen uns nicht extra von draußen noch was reinholen. Pablo und seine Mädels dürfen rein. Schließlich haben sie in den vergangenen Jahren schon viel Geld am Tresen gelassen. Ihr drei. Ihr seid spät. Party ist in Gange. Wir haben es geschafft. Wir sind schon fast. Nein, die Party fängt jetzt erst an. Ja, ich hab's befürchtet, ja. Wir rauf auf die Tanzbox. Zum ersten Tanz erst einmal ein Stimmungsmacher. Hochprozentiges zum Lockerwerden, damit der Spaß endlich anfangen kann. Also wir haben eigentlich immer zuerst trinken wir uns Sambuca und dann trinken wir uns einen Orgasmus. Ja, dann fängt der Abend halt erst an. Der Cocktail Orgasmus ist aus Sambuca und Baileys. Gute Gefühle soll auch der sogenannte Mixed Tower bringen. 1 Liter Wodka gemischt mit 4 Liter Energy Drink. Die Jungs dieser XXL-Gruppe sind gerade mal volljährig, haben aber schon einige Punkte auf ihrem Promille-Konto. Ich hab mit 13, meine erste Alkoholvergiftung. Vergiftung? Also kurz davor. Also mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Zu trinken? Ja. 12. Ist das nicht ein bisschen früh? Ja, meine Eltern waren nicht davon begeistert. Aber du hast trotzdem gemacht, warum? Tja, der Reiz. Was reizt dich da dran? Ja, die Großen trinken, dann wollen die Kleinen auch trinken. Das ist genau wie mit dem Rauchen. Von daher... Weil es die Großen tun, weil es alle tun. Und weil es das Balzverhalten erleichtert. Was auf der Tanzfläche gut ankommt, ist an der Tür ein Grund für ein Nein. Einmal zu meinem Kollegen. Ja, sicher. Nee, Sie nicht. Ich nicht. Tut mir leid, euch kann ich nicht reinlassen. Ihr mir zu besoffen seid. Entschuldigung. Er kam gerade schon so wankend im Gang runter. Ja, okay. Sie auch. Sie sind für mich zu angetrunken, weil... Sollen wir mal auf der Linie gehen? Weil er kam schon hier runter, war schon am Bank. Sie waren auch das schon am Bank. Sollen wir mal auf der Linie gehen? Sie brauchen nicht über die Linie zu gehen. Ich habe das gesehen, wie Sie dann den Gang runtergekommen sind. Das reicht mir voll und ganz diese aus. Diese vornehme Ausländer, das ist der Laden hier voll, oder? Nein, der ist nicht voll, aber wenn Sie da reingehen und rempeln einen an und der ist schon leicht angetrunken auch da drin. Und wer hat wen angerempelt? Ich habe noch keinen angerempelt. So, wir diskutieren nicht, Kollege. Deswegen. Vernünftig. Nein, deswegen. Wir würden jetzt auch gerne noch hier ein Bier trinken. Nein. Und in Ruhe, ganz in Ruhe. Nein. Von Worten lassen sich die Männer nicht beeindrucken. Die Türsteher schalten einen Gang hoch. Wir gehen jetzt. Nein, wir gehen jetzt. Jetzt erst recht. Nein, wir gehen jetzt. Das ist besser. Ja. Müssen wir uns denn total betrunken, oder was?
Das Türsteher-Team hatte den richtigen Riecher. Die Männer wirken jetzt aggressiv. Sie wollen sich nicht wegschicken lassen. Die Situation droht zu eskalieren. Wachst du mich noch einmal an, mein Freund? Weil ich dir die Fresse vor die Kamera, hast du mich verstanden? Wachst du mich noch einmal an? Zurück, ist gut. Geh jetzt! Aus. Geht jetzt. Geh! Hey! Hey. Ist besser, wenn sie jetzt gehen. Du hast aufheben. Hab ich dir gerade schon mal gesagt. Ey, geht jetzt! Unglaublich. Unglaublich. Komm zurück. Komm, wir ziehen uns zurück. Sollen sie mit dem Baum reden, aber nicht mit uns. Ich habe in diesen Fällen auch ganz große Angst um meine Mitarbeiter, denn heutzutage haben 14-Jährige schon Waffen und Messer. Und wer weiß, was denen mit ihren 3,5 auf dem Kessel einfällt. Na? Die können schlagen, die können alles Mögliche in den Taschen haben. Also Situationen, wo heutzutage in jeder U-Bahn, jedem Bahnhof irgendwelche Leute wegen 20 Euro aggressiv werden. Und ist das hier doch nur ein erhöhtes Gefahrenpotenzial. Was Eugen und seine Mitarbeiter noch nicht ahnen, so leicht lassen sich die drei Männer nicht abweisen. Im Parkhaus unter der Nachtschicht bereitet sich die nächste Gruppe auf ihren Partyeinsatz vor. Alle sind gerade mal 18 und bis auf den Fahrer haben sie schon mächtig was intus. Gibt's auch mal irgendwie was Antialkoholisches oder muss es dann schon wirklich auch mal was Hartes? Antialkoholisches gibt's morgen früh, wenn wir einen Kater haben. Dann gibt's Wasser. Vorher nicht? Nein. Das heißt, was kommt jetzt noch auf euren Zettel? Wodka, Red Bull. Bier und so weiter. Wodka, Red Bull. Genau. Aber wir bezahlen nicht, das machen die Männer. Immerhin, die klare Rollenverteilung funktioniert noch. Nur einer der Männer lässt garantiert nichts mehr springen. Der schläft dann Rausch aus und... Kommt danach. Ja. Wird sich dann irgendwann melden und dann kommt danach. Ist ja eigentlich selber schuld, wenn er so viel trinkt. Dafür können wir ja nichts. Der Freund muss also im Auto bleiben. An den Türstehern würde er ohnehin nicht vorbeikommen. Die anderen wollen sich ihren Freitagabend nicht vermiesen lassen. Schließlich haben sie Vorarbeit geleistet. Ich habe zwar schon einiges getrunken, aber ich hoffe, dass sie an der Tür nicht merken. Weil ich möchte nicht so viel Geld in dem Laden ausgeben, weil ja, deswegen habe ich schon vorgeglüht. Schneller trinken, um Geld zu sparen. Und dann so tun, als sei man nüchtern. Wird Sicherheitschef Eugen den jungen Mann reinlassen? Auch im Zentrum Berlins beginnt jedes Wochenende feuchtfröhlich. Draußen auf den Bürgersteigen. Aus Angst vor randalierenden Jugendlichen leisten sich die Geschäftsleute rund um den Bahnhof Zoo einen eigenen Sicherheitsdienst. Jeden Abend laufen Issa und Abdullah hier ihre Runden. Mal sehen, was uns dieses Wochenende erwartet. Hoffentlich viel. Gestern war viel. Gestern war es auch, ja. Weißt du, es ist immer Anfang des Monats am schlimmsten. Wahnsinn. Wenn wir ihre ganze Kohle bekommen haben. Mhm. Am Wochenende müssen wir ganz besonders auf die ganzen Jugendlichen aufpassen, die durch den Alkoholkonsum wirklich sehr aggressiv sind. Und man kann sich kaum mit denen unterhalten, da sie wirklich besoffen sind. Die beiden Sicherheitsleute dürfen zwar Hausverbote erteilen, aber die gelten nicht für den Bürgersteig. Viele Möglichkeiten haben sie nicht. Weißt du, können die noch Ärger machen hier, die Kleinen? Mal gucken, warten. Bleiben wir erstmal hier, vielleicht passiert noch was. Die schubsen sich schon gegenseitig. Wen hier? Nee, sind zu laut hier. Hey, Jungs, Jungs, könnt ihr bitte ein bisschen ruhiger bleiben? Weil wenn sich jetzt jemand beschwert, dann müsst ihr, ja? Okay. Ist okay? Danke, ja? Nee, ihr könnt bleiben, aber ihr sollt ein bisschen ruhig sein, ja? Danke. Dankeschön. Issa und Abdullah versuchen es mit der sanften Masche. Diese Jugendlichen drehen die Lautstärke runter, nicht aber den Alkoholpegel. Wodka, ja, und halt ein paar kurze, also Shots, also Tequila oder kurze Likörs oder sowas. Ja, ich habe ein bisschen mehr getrunken, als eigentlich nötig ist, aber ist nicht schlimm. Wir haben nur gesagt, wir sollen leiser sein, mehr nicht. Gerne würden Issa und Abdullah auch mal härter durchgreifen. Denn für die saufende Jugend haben sie nur wenig Verständnis. Wenn man die Jugend jetzt heutzutage so sieht, dann denkt man an die Zukunft, wenn man selber Kinder hat, dass die später auch Jugendliche sind. Und ich hoffe, dass aus meinen Kindern später nicht sowas wird. Um die Ecke herrscht Trinkfreiheit ohne Grenzen. Die Sicherheitsmänner können schließlich nicht überall gleichzeitig sein. Wir haben Wodka, Tequila, mit 16 habe ich angefangen zu trinken. Genau, das ist kalt ein bisschen, diese Miese, sieh du, ich weiß nicht. Willst du wissen, warum ich trinke? Weil ich jeden Tag arbeiten muss, bis Freitag, und mein Wochenende nur nutzen will. Auf Suff ist man halt so gut drauf, man befreundet sich schnell und so. Ich sag ihn so. Mich. So ein Schlückchen
so ein Schlückchen Sprite haben wir gerade nachgefüllt. Ah, lügst! Nein, ohne Spaß. Ah, lügst! Ich persönlich trinke nicht so viel. Und rauchen tue ich eigentlich auch nicht. Ey, sorry, Mecker! Lügner! Sei Lügner! Ich rauche eigentlich. Oh, sei Lügner! Hey, das ist meins. Danke. Jungs, Alkohol ist nicht gesund. Aber das macht alles cool, ey. Alkohol macht alles cool. Doch bei allem Spaß, der Kater danach kommt bestimmt. Ich sag ganz ehrlich, es ist mir peinlich, dass ich trinke. Aber trotzdem, ich sag so, wissen Sie, ich trinke deswegen so Freunde, dies, das. Aber ich lebe ganz anders im Kopf dann im Augenblick. Wenn ich nüchtern bin, ich denke mir so, Schule, Arbeit, dies, das, alles ist scheiße, wissen Sie? Saufen, um zu vergessen und dann mit den Kumpels durch die Gegend ziehen. Bisher störte das niemanden. Doch jetzt sind die angetrunkenen Jungs im Revier von Issa und Abdullah angekommen. Hallo? Hallo? Alle klar? Alles klar, Chef, wie ist das? Ich bin der Horst. Scheiße, was mach ich? Wie geht's dir? Gut, und selber? Alles klar, na, wo wart ihr? Haben wir ein bisschen Feuer? Gut auf. Ja? Diese Dorf. Hey, alles klar, Bruder? Gut auf, diese... Wo liegt das Problem? Diese Kacke. Sei mal klar. Wo liegt das Problem? Es gibt kein Problem. Solange ihr so glücklich seid, gibt es keine Probleme. Ich hab so ein Problem. Ich bin ein Ausländer. Ich bin leid, ich wirklich ein Ausländer. Okay. Die Stimmung kann jeden Moment kippen. Issa und Abdullah müssen jetzt schnell entscheiden, ob sie eingreifen oder nicht. Die Jugendschützer Thorsten Graumann und Burkhard von Nell nehmen gleich die Kneipen im Szenebezirk Friedrichshain-Kreuzberg unter die Lupe. Vorher gibt es eine kurze Besprechung mit Stadtrat Peter Beckers. Wie sieht denn überhaupt die Situation im Augenblick aus in Bezug auf Jugendschutz? Gaststätten sind natürlich am leichtesten zu kontrollieren, weil da die Jugendlichen natürlich dann auch vor Ort bleiben eine Zeit lang und dann da meinetwegen Cocktail trinken oder eben auch zwei oder drei. Und wenn es dann brandweinhaltige Getränke sind, dann lässt sich das natürlich sehr leicht und schnell dokumentieren. Also wir bewegen uns dann hier in dem Bereich Grünberger Straße, Wiedestraße. Das ist halt die sogenannte Partymeile. Und die lockt Minderjährige mit billigem Fusel. Regelmäßig fischen die Jugendschützer hier saufende Teenies aus den Bars. Wir schauen halt auch, und das ist ganz wichtig bei den Gastwirten und bei anderen Gruppen, die gern Alkohol an Jugendliche ausschenken, dass eben dort auch jemand ist, der dann eben sagt, so nicht. Hier müssen wir jetzt intervenieren und im schlimmsten Fall auch die Konzession entziehen, dass eine Gaststätte dann auch schließen muss. Aufbruch zur Saufpatrouille. Immer in Zivil, damit sie nicht so schnell erkannt werden. Für die beiden Ordnungshüter beginnt jetzt ein ganz besonderes Spiel, das Alterraten. Also hier sollten wir mal gucken. Die da an dem Tisch, ist das Cola? Ja. Sehen für mich aber auch älter aus. Ne, nö, ja. Das wird schon Cola mit irgendwas drin sein, aber die sind nicht, ja. Die kommen vom Alter her nicht in Frage. Immer wieder greifen sie Teenager auf in sogenannten Shisha-Bars mit Wasserpfeifen und Alkohol. Es ist ein guter Ton, heute auch in eine Shisha-Bar zu gehen, in eine Cocktail-Bar zu gehen und mal Erwachsenen zu spielen. Und die können natürlich die Sachverhalte überhaupt nicht einschätzen. Aber hier. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Kann man die Ausweise sehen, bitte? Auf der Jagd nach angetrunkenen Minderjährigen. Und wenn Teenager im Promillerausch ausrasten. Einfach jetzt. Was passiert, wenn Suffkids ihre Grenzen austesten? Schluss mit lustig. Gleich. Betrunkene Jugendliche außer Rand und Band. Auch die Sicherheitsmänner vom Bahnhof Zoo wirken etwas ratlos. Gerade versuchen sie, eine Gruppe gröhlender 18-Jähriger zu beruhigen. Die Stimmung kann jeden Moment kippen. Issa probiert es auf die nette Tour. Hallo, auf der anderen Seite, ja? Ist jetzt ernst, komm, ja, komm, jetzt auf der anderen Seite. Story. Ja. Ist das wirklich ernst oder so? Ich weiß nicht so. Komm mal jetzt. Nein, na doch, ist okay, reicht, ja. Nein, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Aber reicht, hör mal auf, unsere Zuschauer. Okay? Gibt ja nichts zu feiern, ist ja keine Diskothek hier, oder? Na ja, überall waren wir weggeschickt. Überall waren wir weggeschickt. Ist doch scheiße, oder? Wo wollt ihr feiern hier? Ja, dann geht mal feiern. Abdullah will sich auf keinen Fall provozieren lassen.
Das ist natürlich eine Taktik, ja. Man macht es, um die Situation auch ein bisschen runterzumachen, damit es nicht sehr aggressiv wird. Und man versucht, sich mit denen irgendwie zu befreunden, damit sie sich auch anders vorkommen, nicht als Feinde, sondern als Freunde. Und dadurch klappt es dann auch meistens. Freundschaft schließen mit dem angetrunkenen Mob? Vorerst scheint diese Strategie tatsächlich aufzugehen. Auch die Jugendschützer Burkhard von Nell und Thorsten Graumann sollen Kinder davon abhalten, Alkohol zu trinken. Denn in der Hauptstadt greifen Jugendliche immer früher zur Flasche. Vor allem in Kneipen wird es Minderjährigen oft viel zu leicht gemacht. Guten Tag, vom Interventionsteam Jugendnichtraucherschutz. Kann man die Ausweise sehen, bitte? Alles klar. Ja, wunderbar, alles klar. Schönen Abend noch, ja. Nehmen Sie es als Kompliment. Für uns ist es recht schwer, das Alter von jungen Mädchen einzuschätzen. Die ziehen sich häufig sehr körperbetont an, schminken sich zum Teil. Die Jungs dagegen, die sind da ziemlich locker und achten da eben nicht so drauf. Und wenn es schon für uns so schwer ist, das Alter einzuschätzen bei den Jugendlichen, gerade bei den jungen Mädchen, dann müssen gerade erst recht die Gastwirte sich dann im Zweifelsfall auch den Ausweis vorlegen lassen. Besonders im Fokus der Jugendschützer sogenannte Shisha-Bars. Hier können die Gäste orientalische Wasserpfeife mit Fruchttabak rauchen. Wegen des blauen Qualms dürfen Minderjährige hier allerdings erst gar nicht rein. In der hintersten Ecke wird Burkhard von Nell fündig. Ihm ist eine cocktailschlürfende 17-Jährige ins Netz gegangen. Hat man Sie nach dem Alter gefragt? Am Abgabe Brandbeinhalte in Alkohol. Wir sind in 5 Minuten fertig. Unerlaubt Alkohol trinken und dann auch noch frech werden. Doch weil sie in ein paar Stunden volljährig wird, drücken die beiden beide Augen zu. Wie spät ist denn das jetzt? Ja, die feiert jetzt rein. Naja, trotzdem. Ja, was? Die feiert jetzt rein, die ist jetzt praktisch 5 Minuten zu früh. Okay. Der dritte? Nee, stimmt. Alles klar. Hallo. Hallo. Vergessen es. Also das würde ich jetzt wirklich nicht machen. Die feiert rein hier. Nein, hier ist hin. Okay, aber sind älter, ja. Glück für die zuständige Kellnerin. Sonst hätte sie ein saftiges Bußgeld zahlen müssen, mindestens 300 Euro. Erklärungsversuche ihrer Kollegin. Wie die andere Kellnerin jetzt arbeitet, weiß ich nicht. Weil es ist jeder, weil ich kann nicht jedes Mal darauf achten, wenn man sieht, wie voll der Laden ist, dass ich darauf achte, ob alle 18 sind, sag ich mal so. Wer bei mir reinkommt, sich bei mir hinsetzt schon, aber wenn die da hinten sitzen, was der, ich sag mal, das Revier von der anderen ist, dann ist es ihre Aufgabe, nicht meine. Weil am Ende wird es nicht mein Ärger, sondern ihre, sag's mal so. Hauptsache bei mir auf der Seite ist nichts. Man hat natürlich in vielen Fällen schon den Eindruck, dass es in erster Linie, ist ja auch ihr Job, darum geht, da Geld zu verdienen und gegebenenfalls dann eben im Zweifelsfall auch, sag ich mal, bewusst nicht so genau hingucken. Also jetzt vielleicht nicht mal unbedingt im Regelfall, dass sie das dann extra machen, um an denen noch mal speziell zu verdienen, aber eben so nach dem Motto, naja, ich denke in erster Linie daran, dass mein Laden gut läuft und gucke dann erst sekundär darauf, wie alt die dann sind. Anders als in einigen Berliner Kneipen wird in der Diskothek Nachtschicht im sauerländischen Olpe strikt aufs Alter geachtet. Doch auch wer volljährig ist, muss nüchtern kommen. Sicherheitschef Eugen hat ein Auge für beschwipste Gäste. Also ich würde sagen, Sie haben für heute Abend schon genug getrunken, oder? Bitte? Ich würde mal sagen, Sie haben für heute Abend schon genug getrunken. Also eigentlich nicht. Doch, das sehe ich ja. Ich habe vielleicht 2 Bier und 3 Salitas getrunken, also das war's. Bei jedem ist ja anders. Aber ja, klar, Sie passen bitte auf mit dem Alkohol da drin, ja? Natürlich. Natürlich mal offen. Alles einmal klar. Zum Kollegen und den Kopfbedeckung müssen Sie abnehmen bei uns, ja? Alles klar. Ist nicht erlaubt. Einmal zum Kollegen bitte. Der hat ja auch Angst gehabt. Also das hat ja seinen Grund. Also der hat irgendwas hat er Angst gehabt, komme ich jetzt rein oder komme ich jetzt nicht rein. Ne? Also der war zwar alkoholisiert, war auch grenzwertig, aber es ging gerade noch. Also der hat noch gerade so Glück gehabt. Der 18-Jährige muss aufpassen, dass er sich drinnen nicht komplett abschießt. Sonst geht's unsanft wieder nach draußen. Vor dem Eingang haben Türsteher Eugen und seine Männer inzwischen schon wieder Ärger mit Betrunkenen.
In der Dönerbude nebenan sind Disco-Gäste mit einer Gruppe Jugendlicher aneinander geraten. Hey. Bleib doch mal locker. Jetzt nicht! Geh da rein! Was ist los, Alter? Ey, egal was jetzt passiert ist, du hast den eins verpasst, der hat blutige Lippe, ist gut. Dass du jetzt rumschreist, das bringt dir eh nichts. Selbst Chefin Susanne packt mit an. Sie schickt einen Gast mit blutiger Lippe ins Krankenhaus. Die Situation scheint erst einmal entschärft. Grund für die Auseinandersetzung auch diesmal: Alkohol. Ich weiß nicht, wer hier wem einen gegeben hat, wie die Dispute gewesen sind. Sie sind eigentlich vom Prinzip her immer gleich. Also dann die Leute, die im Döner sitzen, die entweder nicht reinkommen oder rausgeflogen sind bei uns und dann dementsprechenden Hass auf die Leute haben, die halt feiern waren und dann so lange rumprovozieren, bis entweder der andere den ersten Schlag tut, von wegen, ah, jetzt hat ja der andere angefangen, jetzt kann ich ihm einen geben. Also ganz dumme Rumprovoziererei, ne? Unnötig eigentlich. Ne? Und viele Angetrunkene wissen einfach nicht, wann es reicht, wann der Spaß aufhört und der Ernst anfängt. Du sollst einfach nach Hause gehen. Pass mal auf, ich hab dir gedacht, ich mach dir nichts mehr. Provoziert hast, nein, ich hab gesagt, ich mach dir nichts mehr. Das ist mit dem Taxi weg, dann ist er weg. Komm, ist gut. Ist gut. Ja, aber ist gut. Nein, kommen Sie bitte hoch. Geht noch von der Straße weg, Jungs. Ja, wo willst du jetzt hin? Ja, die rennt nach Hause. Nee, die geht extra außen rum. Da ist ein Gott im Busch, auf jeden Fall, definitiv. Das irgendwie gefällt mir das nicht. Zum Bahnhof. Die betrunkene Frau soll von den Jugendlichen beleidigt worden sein. Eugen befürchtet, dass sie die drei Pöbler am Bahnhof stellen will. In ihrer Verfassung nicht ungefährlich. Ich sagte gerade, sie saß gerade zu mir, weil ich sagte, sie soll bitte da hochgehen. Sie würde wohl hier unten irgendwo wohnen. Und deswegen würde sie jetzt hier runtergehen. Das irgendwie gefällt mir das nicht. Lassen wir uns hier rumgehen. Tatsächlich. Türsteher Eugen hatte den richtigen Riecher. Lass es doch einfach mal. Geh doch einfach mal nach Hause. Wofür? Ja, aber wofür? Wofür? Und voll erwischt. Gleich 9 Teenager gehen den Berliner Jugendschützern ins Netz. Sie haben gesagt, Sie sind 17. Ich werde 17. Sie werden 17. Ja. Das haben Sie im Kenner gesagt. Gleich. Saufen bis zum Anschlag. Dann steigt auch der Aggressionspegel. So wie vor der Diskothek Nachtschicht im sauerländischen Olpe. Sicherheitschef Eugen verfolgt mit einem Kollegen eine betrunkene Frau. Jugendliche hatten sie beleidigt. Und die will sie nun zur Rede stellen. Lass es doch einfach mal. Geh doch einfach mal nach Hause. Wofür? Ja, aber wofür? Wofür? Ich will, dass du nach Hause gehst. Ja, dann geh doch bitte nach. Ja, dann geh bitte nach Hause. Was soll das? Sollen wir hinterherlaufen oder was? Was soll das für ein Scheiß? Nee, ich hab gesehen, du bist direkt außen rum gelaufen, das muss nicht sein. Weil ich da hinten wohne. Ja, dann gehen sie auch da hinten, wo sie wohnen. Aber das muss ja wirklich nicht sein, oder? Weil ich mit einem Freund telefoniert habe, zu dem er Hurensohn gesagt hat und er hat mich Schlampe genannt, verstehst du? Ja, aber das müssen sie aber nicht weiter provozieren, oder? Ich sehe dich nicht ein, von so einem kleinen Stricher Schlampe genannt zu werden. Das ist okay, aber für heute ist Feierabend. So, gehen Sie jetzt nach Hause, ist Feierabend. Gehen Sie jetzt nach Hause. Ihr habt hier nichts zu tun, Leute. Ich bin da, wo ich dazu nötig halte. Das ist egal. Siehst du, ich wusste es. Ich hab's gerochen, ey. Wenn man ab und zu mal mit dem Alkohol übertreibt, kann ja sein, irgendwas in der Familie passiert oder ein schlechter Tag oder wie auch immer. Das ist okay für mich. Man kann ja auch trinken bis zu einem bestimmten Punkt, das ist auch okay. Aber die wirklich, sage ich mal, jetzt Freitag, Samstag feiern gehen und Freitag, Samstag richtig voll sind, das verstehe ich nicht. Also das ist für mich dann übertrieben. Auch Nathalie und Pablo sind schon dumm angepöbelt worden. Trotzdem kommen sie jedes Wochenende wieder. Hauptsache, der Pegel stimmt. Glaub mir, du kannst trinken, was du willst, aber wenn du eine Frau bist, du hältst diesen Pegel. Der Laden ist Hammer. Ist es Schluss oder geht's noch weiter? Es geht weiter, definitiv. Wir sind die, die den Laden abschließen, oder? Heute? Schießen wir den Laden ab. Die Party in der Nachtschicht ist mittlerweile auf dem Höhepunkt. Und draußen sind alte Bekannte aufgetaucht. Die Sauftruppe, die wegen zu viel Promille nicht reingekommen ist.
Disco-Chefin Susanne befürchtet, dass die Abgewiesenen wieder Randale machen. So langsam rocken die sich da vorne mal zusammen, weißt du, sind alle, die rausgeflogen sind. Bevor die jetzt gleich in Glasreihe reinpfeffern, gehen wir mit zweimal nach vorne. Mirko! Guck mal, die Sonne da vorne so Krammer an. Aber lasst euch nicht wieder anfassen. Die Chefin wird langsam nervös. Ihre Truppe muss in der Situation die Kontrolle behalten. Die Türsteher checken die Lage. Als die Betrunkenen die Securities bemerken, verdrücken sie sich in den Dönerimbiss nebenan. Sicherheitschef Eugen wagt sich weiter vor. Komm mal kurz mit. Einer mitkommen. Ganz Glück, einer. Eugen hat einen Stammgast entdeckt. Ist der Mann, der dort auf dem Bordstein hockt, verletzt oder einfach nur betrunken? Ist alles okay bei Ihnen? Hallo? Ja. Ist was passiert? Nein. Wäre nicht besser, wenn Sie langsam nach Hause gehen, weil draußen ist auch ein bisschen kalt. Genau. Ja? Nicht, dass Sie hier einschlafen. Ja. Dann, wie gesagt, wach bleiben und nach Hause, ja? Alles klar. Bis zum nächsten Mal, ja? Ist wirklich alles okay oder soll ich für Sie Taxi rufen oder irgendwas? Ja, wirklich? Alles klar. Wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, ne? Entwarnung. Der Mann ist nur betrunken. Chefin Susanne hat sich inzwischen auf eine Diskussion mit den drei Unruhestiftern eingelassen. Da können die geistig Behinderten reingehen und sagen, oh, die richtig geistig Behinderten, die sind draußen. Ja, das ist nicht geistig behindert, mein Freund. Ich würde an deiner Stelle hier nicht so eine große Fresse haben. Ja, was denn? Warum? Ja, was steht ihr hier und droht uns? Natürlich, ihr kommt hier hin, wir stehen hier und ihr bedroht uns. Wenn ihr uns anzeigen wollt, ist das eine Drohung. Das ist keine Drohung, das ist ein Fakt. Das ist ein Recht, genau, das ist ein deutsches Recht. Auf Wiedersehen. Schönen Abend. Die Männer gehen. Vorerst. Was hat er zu dir gesagt? Er hat gesagt, da könnte ja mit dem Schild, da könnte ja jeder Behinderte reingehen. Und das Schild würde nicht rein. Sag ich, mein Freund, sag ich, die richtig Behinderten, die sind nicht da drin, die sind hier draußen. Ja. Da hat er gesagt, hey, sieht man ja, weil du hier stehst. Ach so ist das. Okay. Wenn die sich unbedingt gern zum Affen machen möchten. Wir sehen uns. Ohne Worte. Jetzt sind nicht unsere Gäste, die werden so auch nicht unsere Gäste. Dann haben wir auch ein Gedächtnis. Also wir wissen schon, wenn die nächste Woche hier wieder angewackelt kommen, was los ist, dann können die das natürlich alle nicht verstehen. Und wir haben ja gar nichts gemacht. Und also manchmal denke ich, wenn die sich wirklich an alles erinnern könnten, weil die so nachts vom Stapel gelassen haben, das ist einfach, die sind ja nicht dumm. Die sind einfach nur voll. Na. Volltrunkene Teenager sind den Jugendschützern Burkhard und Thorsten vom Berliner Ordnungsamt bislang noch nicht in die Arme gelaufen. Doch dann ist die nächste Cocktailbar an der Reihe. Lass uns doch mal bitte in diesen Laden gehen. Der ist ja leider schon mehrfach aufgefallen. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, den hatten wir sowohl in Sachen Jugendschutz als auch in Sachen Nichtraucherschutz schon. Genau. Also insofern denke ich mal, könnte was sein. Ja. Also auf jeden Fall, vor allem auch gleich nach hinten durch. Ich gehe rechts, du links, weil dass du dann in diese Shisha-Nische da mal reinguckst. Er ist ja auch sehr beliebt bei Jugendlichen. Ne? Shisha, Cocktails, haut hin. Viermal waren sie und ihre Kollegen schon hier. Und immer wurde es teuer für den Chef. Guten Abend. Hier gehen wir nach hinten. Langsam kurz kommen wir. Machen wir mal Kontrollen wieder. Guten Abend. Die Ordnungshüter gehen durch den Laden. Auf den ersten Blick wirken hier alle erwachsen. Doch in der dunklen Shisha-Nische im Hinterzimmer platzen die beiden Kontrolleure schon wieder in eine Geburtstagsfeier. Die 10 Gäste, die hier Cocktails schlürfen, sehen verdächtig jung aus. Ausweiskontrolle. Sie sind noch keine 18, ne? Nee. Gut. Wer ist denn noch minderjährig? Könnt ihr mal Ihren Ausweis sehen, bitte? Also erstmal dürfen Sie jetzt erstmal nicht weiter trinken, jedenfalls die, die noch nicht volljährig sind. Oh Gott. Wie alt sind Sie? 22. Kann ich meinen Ausweis sehen? Von den 10 Geburtstagsgästen sind 9 minderjährig. Ein großer Fang. Der größte bisher für Thorsten und Burkhard. Ist das Ihr Getränk? Ja. Also, ist ein alkoholisches? Ich denke mal. Wer hat dieses Produkt? Wenn es alkoholhaltig ist, nicht. Was ist das für ein Getränk? Swimmingpool. Swimmingpool.
Cocktails mit jeder Menge Wodka und Blue Curaçao. Das mag lecker sein, aber trinken darf man das erst ab 18. Ich habe keine Ahnung, was man... Ich meine, ich bin fast 18, was man da trinken darf und was nicht. Ja. Also, ich trinke ja kein Wodka oder so. Das Mädchen tut ahnungslos. Ein alkoholisches Getränk ist es ja, haben Sie ja selber aber gesagt. Bier und so darf man ja auch. Ja, Bier, aber es ist ein brandweinhaltiges Getränk. Man kann sich doch schon genauso betrinken wie von... Ja, aber darüber würde ich mich ja später mit Ihnen unterhalten. Saufen mit Vorsatz. Die Minderjährigen finden die Jugendschutzkontrolle ziemlich uncool. Ich meine, ich bin in einem Monat 18 und was macht das für einen Sinn deshalb? Also ich selber sehe da halt persönlich keinen Sinn, warum man wegen einem Monat da so ein Weil die Drama. Das ja erlauben. Ja. Eben. Also, ja, wenn sie nicht richtig rechnen können, dann ist das halt so. Gucken halt auf 91. Wird denn das einfach gemacht von den Bars? Ja, teilweise schon. Schuld haben wie so oft die anderen. Doch so leicht können sich die Nachwuchstrinker nicht herausreden. Kilometer weiter westlich. In Olpe bechern die Disco-Besucher immer zügelloser und der Alkohol fordert weitere Opfer. Vor der Tür haben Eugen und seine Männer schon wieder alle Hände voll zu tun. Ein Gast ist betrunken zusammengebrochen und liegt auf dem kalten Asphalt. Was tun wir? Ohne gar nichts zu achten, komm. Aber wir helfen mal auf zu stehen? Komm hoch. So. Bist du auf den Arm gefallen, Schatz? Sag mal was, tut der Geht's? Arm weh? Nee, ich glaube, das geht, oder? Brauchen wir nicht. Ist alles okay bei Ihnen? Das klappt schon, wir fahren sofort mit dem Taxi nach Hause. Ja, der ist nicht ganz... Nein, ey. Der ist nicht ganz richtig da. Dummelig. Ich kenne meinen. Ja, Mann. Ist ja auch okay. Der ist richtig dummelig. Hat ihn zu weit ins Glas geguckt. Passiert schon mal, ne? Der ist wirklich dummelig. Warte, lass mal den ein bisschen an der Wand einlehnen. Wenn ich den jetzt loslasse, fällt um. Ein Taxi hier hoch, hier reinrufen. Sag dir mal, die sollen bitte hier reinfahren, einer. Der betrunkene Gast scheint versorgt und in Sicherheit. Doch plötzlich gibt's nebenan Stress. Der Betreiber vom Dönerimbiss hat drei Gäste unsanft auf die Straße befördert. Wir haben doch nichts gemacht, ne? Was ist los? Moment, ein! Die drei Unruhestifter sind alte Bekannte. Es sind dieselben Jungs, die schon zweimal vor der Disco Ärger gemacht haben. Einer bitte zur Tür. Der lauteste Schreihals mimt jetzt das Unschuldslamm, gibt sich ahnungslos. Ist hier irgendwie ein Krieg oder was? Wir wollen doch einfach nur feiern. Und nur, was ist denn da los? Das diskutieren wir einfach. Nee, ich würde gerne noch, ich habe noch meine Jacke da drin. Und dann hol die schnell. Der Gegner bläst zum Rückzug. Für heute Nacht hat er wohl genug. So scheint es. Hol mal bitte die Jacke für ihn. Kann ich nicht selber holen? Nein, können Sie nicht. Okay, alles klar. Eugen will nicht, dass der Mann noch einmal mit dem Dönerladenbetreiber aneinander gerät. So, bitte Ihre Jacke und gehen Sie endlich mal. Doch der Angetrunkene provoziert weiter. Einfach jetzt. Hey. Als Türsteher Daniel auch noch die Jacke ins Gesicht bekommt, wird er wütend und legt den Mann unsanft auf den Boden. Er macht doch gar nichts. Er geht jetzt. Bitte. Was soll das hier? Komm. Wir gehen echt. Was soll das hier? Komm. Deswegen, ist das super oder was? Ist das super? Hä? Ja. Komm zurück. Komm jetzt. Ja, tun wir. Sie haben sich provozieren lassen. General Eugen pfeift seine Truppe zurück. Deeskalationstaktik. Zurück. Komm. Chefin Susanne ist sauer auf ihre Männer. Wir haben uns von dem dummen Jungen rauslocken lassen, provozieren lassen. Die sind hinterhergelaufen. Gut, der hat sie dann angegriffen, aber mehr oder weniger hat er ja auch zu viele Leute um sich rum gehabt. Die Situation ist richtig gelöst gewesen, hingelegt, aber man muss da nicht noch stehen bleiben. Die haben nicht gehört. Ich habe gesagt, zurück. Es ist unnötig, hier Jungs durch Gehege zu jagen. Aber man merkt jetzt ganz allgemein bei den Mitarbeitern auch, dass wir jetzt in die zweite Schicht gehen schon. Die Mitarbeiter der Disco sind inzwischen die einzig Nüchternen hier. Die Nacht ist noch lang. Und sie werden weiter einen kühlen Kopf brauchen. Auch Thorsten und Burkhard vom Berliner Ordnungsamt haben jetzt alle Hände voll zu tun.
Gleich 9 cocktailschlürfende Minderjährige sind den Jugendschützern ins Netz gegangen. Alle rauskommen, alle Minderjährigen bitte. Genug getrunken. Der Jugendschützer bittet zum Rapport. Und langsam wird es den jungen Schnapsdrosseln doch etwas mulmig. Ich habe eine Frage, warum werden denn jetzt eigentlich die Personalien aufgenommen? Also nicht, weil wir gegen Sie vorgehen wollen, sondern hier geht es darum, wir müssen natürlich, wenn wir Verfahren einleiten, entsprechende Beweise haben. Das hat auf uns keine Auswirkungen. Auf Sie hat es keine Auswirkungen. Den Ärger bekommen der Kellner und sein Chef. Zu einem Interview vor der Kamera war aber keiner von beiden bereit. Sie kriegen jetzt die Möglichkeit, im Rahmen eines schriftlichen Anhörungsverfahrens sich zu äußern. Auch da wiederum müssen Sie Angaben zu Ihren Personendaten machen, müssen aber keine Angaben zur Sache machen. Da steht aber nochmal eine entsprechende Belehrung mit drauf. Und dann geht's weiter. Mehr kann ich Ihnen dazu noch nicht sagen. Wurden Sie alle nach dem Alter gefragt? Ja. Sie wurden nach dem Alter gefragt? Ja. Aber bei mir ist das Problem, dass ich 91er-Jahrgang bin und teilweise sehen die halt nur die Jahreszahlen und nicht das Datum und rechnen dann nicht richtig. Hat man von Ihnen den Ausweis verlangt? Ja. Das war so, ich habe hier gefragt, ob ich hier meinen Geburtstag feiern kann und habe gesagt, dass ich 17 werde. Und dann meinte er, ist okay und wir sollen nicht zu viel trinken. So genau. Und dann, also wer war denn zuerst da? Wen Moment, ganz kurz, das war ja sehr interessant. Sie haben gesagt, Sie sind 17. Ich werde 17. Sie werden 17. Genau. Und das haben Sie im Kellner gesagt. Ja. Und man hat Ihnen gesagt, dann trinken wir aber nicht zu viel. Ja. Diesmal kennen die Ordnungshüter kein Pardon. Wer aus der Trinklust Minderjähriger Profit schlägt, muss blechen. Mehrere tausend Euro Bußgeld drohen dem Betreiber. 9 Jugendliche und das sogar noch mit Vorsatz, also diejenigen wussten eindeutig, wie alt die sind. Egal, ob die jetzt stark alkoholisiert waren oder nicht, auf jeden Fall eine vorsätzliche Abgabe von Alkohol in 9 Fällen, von brandfernhaltigem Alkohol. Und das ist schon ein ganz schönes Ding und da müsste man sich letztendlich wirklich mal die Frage stellen, ob da wirklich der Betreiber noch geeignet ist, die weiterhin als Wirt da zu fungieren. Und die Cocktail-Clique bekommt eine Standpauke. Die Ordnungshüter hoffen auf Einsicht. Ich gehe mal davon aus, dass euer Abend jetzt nicht gleich beendet ist, sondern dass ihr jetzt noch irgendwo weiterzieht. Ich hoffe mal, dass wir uns nicht noch mal in dienstlicher Funktion hier heute Abend treffen. Ja? Also, dann kann das nicht passieren. Nein, wäre wirklich sehr ungünstig. Fände ich nicht wirklich glücklich. Ja. Ja, und schießt euch nicht die Lichter aus. Ja, klar. Das jugendliche Alkoholtrinken, auch für Sie verbotenen Alkohol, das ist so. Wir werden die Welt nicht verändern. Da sind wir auch beide, glaube ich, uns einig. Wir sind da nicht naiv. Aber letztendlich gibt es halt einige unschöne Sachen, aber es ist nicht alles immer nur furchtbar. Aber sie werden weiter genug zu tun haben. Die Jugendschützer aus Berlin, Friedrichshain, Kreuzberg. Es ist 5 Uhr morgens in der Diskothek Nachtschicht. Jetzt sollen die Letzten gehen. Meine Lieben, ein wunderschönes Restwochenende wünsche ich euch. Von guten Hause, wir verabschieden uns heute von euch. Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, wenn ihr was getrunken habt. Fahrt mit dem Taxi oder geht zu Fuß. Kommt von Hause, tschüss. Die Stammgäste Pablo und Geli können sich kaum trennen. Sie haben viel Spaß gehabt. Die Leute, die meinen, sie müssten sich dermaßen einen über den Durst trinken, sind für mich dumm. Weil das sind genau die, die am Ende die Klappe zu groß aufmachen und wo sie sich gar nicht leisten dürfen. Und genau mit solchen Großmäulern haben die Partyfreunde gleich Ärger. Die Security-Mannschaft hat immer noch nicht Feierabend. Hey, bleib doch mal locker, Pablo! Einmal, ich schwör's dir! Geh mal weg, bleib doch mal locker! Jetzt ist auch der sonst so friedliche Pablo mit einem anderen Gast aneinander geraten, weil der ihm das Taxi vor der Nase wegschnappen wollte. Weißt du, bleibst du hier? Ja, mir ist wirklich egal. Er soll aufhören damit. Heiern! Einsteigen! Ja, Geli, bist du noch am Taxi bitte rufen? Pablo. Ja, ey, das andere Taxi kommt doch schon. Diesmal ist die Situation schnell unter Kontrolle. Boah, ey, tut mir leid, aber geh mit mir. Das sind im Prinzip sogar zwei Gruppen, die wahrscheinlich zusammen getrunken haben. Also so gehe ich mal stark davon aus. Also ich kenne beides. Die sind eigentlich normalerweise ziemlich friedlich. Wie gesagt, also ich vermute ganz stark Alkohol. Alkohol ist schuld. Schluss mit lustig. Und nächste Woche geht das feuchtfröhliche Treiben wieder von vorne los. Jetzt sind die endlich mal alle weg, ey. Das muss ja nicht sein, oder? Wegen Taxi haben sie sich jetzt gestritten. Also, ich verstehe das nicht. Aber, na gut, Alkohol halt, ne? Ganz klar, wie immer.
Feierabend? War super, Jungs.